Ah, Potzblitz, ich wüsste zu gerne, welche Tischkreissäge Jonas Winkler hat. Hallo, ich bin Jonas Winkler und ich möchte dich als Zuschauer gerne einladen, diesen Kanal einmal zu abonnieren, denn 52,7, die Zahl steigt, meiner regelmäßigen Zuschauer sind keine Abonnenten. Und ich würde euch doch bitten, das gerne zu ändern, denn so ein Abo ist kostenlos und man lernt immer wieder etwas dazu. Zum Beispiel heute, welche Säge hat Jonas Winkler? Ich habe eine Laguna Fusion 3 in dieser Werkstatt, ganz wichtig. Wir haben noch eine zweite Werkstatt und da habe ich nach wie vor meine Panhandsäge. Aber hier habe ich nun mal diese deutlich kleinere Säge, die wahrscheinlich für die meisten von euch als Abonnenten und als Heimwerker deutlich sinnvoller ist, einfach weil sie kleiner ist, weil sie mit einem normalen Stromkabel betrieben wird und Co. Wir fangen jetzt mal an, gucken uns diese Säge an. Ich habe sie jetzt seit... Müssen wir gucken. Vielleicht blenden wir die Zahl ein. Wir haben einen Vlog gemacht, als sie kam. Wir haben sie eine ganze Weile. Wir haben ganz viele Projekte damit gemacht. Und meine Arbeitsweise hat sich verändert. Das kann ich schon mal sagen. Wir gucken jetzt also mal, was haben wir für Sachen. Positives, Negatives. Und wir gucken auch, welche Teile habe ich angebaut. Denn auch die sind natürlich in diesem Fall nicht immer automatisch mit dabei. Aber hör auf zu reden. Rede mehr über was anderes. Okay, die Säge an sich. Was gibt's da so? Das hier ist unsere wunderbare Tischkreissäge. Keine Formatkreissäge, das heißt, wir haben hier links keinen Arm, den wir bewegen können, sondern wir haben nur diesen Tisch. Und dieser Tisch ist erstmal in der Tiefe knapp 80 cm und er ist 1,10 Meter breit. Nach rechts hin haben wir noch Anbaumöglichkeiten. Das Schöne ist, das ist ein Gusstisch und das ist super, denn wir können zum Beispiel solche Magnete mit diesem Tisch zusammen nutzen. Und das finde ich immer sehr, sehr gut. Außerdem haben wir die Chance, dass dieser Tisch möglichst lange nicht abgenutzt ist und vor allen Dingen auch plan bleibt. Wir haben hier drei Segmente. Also hier links ist eins, dann ist hier eins und hier rechts ist noch eins. Das heißt, wir können diese Tische auch alle zueinander ausrichten, so dass wir die perfekte Arbeitsplattform haben. Und zum perfekten Arbeiten haben wir dann noch hier zwei T-Nuten, wo wir diverse Aufsätze nutzen können, wenn wir zum Beispiel Querschnitte und Co. machen wollen, denn wir haben, wie gesagt, keine Formatkreissäge, aber wir haben trotzdem ein Sägeblatt und einen Spaltkeil. Dazu kommen wir aber später, denn wir haben hier rechts unseren Parallelanschlag. Der Parallelanschlag ist eine ganz feine Sache, denn wir haben hier hinten drei Stellschrauben, die uns ermöglichen, die Positionierung des Anschlages zu verstellen. Das ist schon mal gut. Und wir haben, wie es heißt, ein European Style High and Low Fence. Was soll das bedeuten? Ganz einfach. Das hier ist die hohe Einstellung. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den Anschlag so rum einzuschieben. Das heißt, wir können sozusagen bei flachen Teilen das so machen. Das Schöne ist, der Anschlag an sich lässt sich super gut verstellen. Wir haben hier hinten einfach so einen Knopf. Zack, den drücken wir runter. Und dann ist der Anschlag auch super duper fest. Und was ich sehr cool finde, bei der Skala, die wir hier haben, haben wir auch sowohl für die niedrige Einstellung, also Low, als auch für High ein Skalensystem, wo wir nichts verstellen müssen. Wir müssen nur den Anschlag in die Position stellen, die wir haben wollen, stellen die Schrauben hinten wieder fest und können dann genau das Maß lesen, was wir haben wollen. Und was bei meiner Formatkreissäge automatisch bzw. elektronisch ging, müssen wir hier jetzt wieder etwas oldschool mit Handrädern machen. Das heißt, wir haben einmal eine Einstellung, falsche Richtung gedreht. Ein Rad für die Sägeblatthöhe, das lässt sich wunderbar verstellen und ich bin ganz ehrlich, eigentlich mag ich solche Räder. Es ist ja nicht wie beim dicken Hobel, wo wir wie die Geisteskranken kurbeln müssen, sondern in der Regel stellen wir halt minimal nach bzw. ein, wie die Sägeblatthöhe sein soll und dafür ist so ein Rad super. Wir haben da hinten noch ein zweites Rad. Das ist für die Neigung. Und bei der Neigung haben wir einmal hier durchlaufend sozusagen eine Skala, die uns den Winkel anzeigt. Wir haben aber zur Kontrolle auch noch eine digitale Anzeige dafür. Und das ist eigentlich ganz nice. Was ich auch ganz gut finde, ist, die beiden Skalen stimmen auch überein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin aber ganz ehrlich mit euch, in der Regel nutze ich einfach so eine Levelbox. Das heißt, man kann da die Box einmal auf dem Tisch auf 0 einstellen und misst dann nochmal zum Sägeblatt. Dann hat man sozusagen den genauen Winkel. Das mache ich in der Regel. Aber
grundsätzlich haben wir diese Einstellmöglichkeit und grundsätzlich haben wir hier auch ein gutes Feld, um zu erkennen, wie die Einstellung ist. Wir können das über Set und Zero auch nachstellen, also wir können da verschiedenste Sachen machen. Ich sag's nur, wie es ist. Ich nutze es eigentlich nicht. Da ist es aber trotzdem wieder zurück zu Null und weiter zum nächsten Punkt. Oh, ich muss niesen. Hier drin ist das Wichtigste einer Säge, das Sägeblatt. Jetzt fängt es allerdings an, man braucht jetzt schon diverse Werkzeuge, um alles zu wechseln. Also erstmal müssen wir diese Einlage rausnehmen. Dann können wir mal den einen Spaltkeil lösen. Das geht sehr einfach mit einem Hebel. Das hier ist sozusagen ein Spaltkeil mit Haube und Absaugung. Zu der kommen wir gleich nochmal. Der Schutz an sich ist aber gut. Also diese Haube soll das Sägeblatt so weit wie möglich verdecken. Und das ist super und sogar auch, soweit ich weiß, vorgeschrieben mittlerweile. Wir haben dann hier unser Sägeblatt. Und der Sägeblattwechsel ist etwas nervig, muss man sagen. Wir haben hier so einen Feststellschalter, den man drücken muss. Und wir haben diesen Hebel, den wir vorsichtig, hello, über, oh Gott, über die Schraube fädeln. Und da sieht man schon, das finde ich, so jetzt, relativ nervig. Wenn man jetzt diesen Schalter drückt und hier bewegt, dann finde ich das ein bisschen ungünstig, weil man natürlich immer Gefahr läuft, dass man hier sich am Sägeblatt schneidet. Also das ist im Vergleich zu einer großen Formatkreissäge einfach nicht so geil gelöst. Das Schöne ist, man hat hier relativ viel Platz, man kommt gut ran. Hier, da wo die Einlage liegt, sammelt sich gerne Staub, das ist natürlich auch Mist. Aber so sieht es erstmal aus. Wir können natürlich diverse Sägeblätter hier montieren. Bei dieser Säge können wir theoretisch gesehen auch Dado-Stacks aufbauen. Das heißt, Sägeblätter nebeneinander, sodass wir eine breite Nut sägen. Dann brauchen wir natürlich eine andere Einlage. Wenn wir einen anderen Spaltkeil nehmen wollen, bing, geht das auch. Könnte ich auch so einen Spaltkeil hier nehmen, wenn wir verdeckte Schnitte machen wollen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier alles nichts ganz Besonderes, sondern einfach eine Sägeeinheit. Nach rechts haben wir die Möglichkeit, diese Säge noch zu erweitern. Ich nutze das nicht wirklich, weil dieser Absaugschlauch dann im Weg ist. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was ihr seht, ich habe hier so eine schöne Erweiterung auf meinem Parallelanschlag, zu der ich jetzt nichts sage, weil sie nicht zur Säge an sich gehört. Aber wenn ihr mehr zu all meinen Um- und Anbauten wissen wollt, schreibt gerne mal mit dem Hashtag Anbau unten einen Kommentar. Dann machen wir ein Video, wo ich euch all diese Sachen separat einmal zeige. Jetzt aber wieder zurück zu dieser Säge. Ich sagte schon, sie läuft mit ganz normalem Strom. Das heißt, ihr könnt sie in die Steckdose stecken und sie läuft. Ganz wichtig, wir brauchten bei uns eine etwas trägere Sicherung, weil sozusagen der Startstrom der Säge schon... Die braucht ein bisschen Dampf. Und damit das nicht gleich die Sicherung raushaut, braucht ihr also eine trägere Sicherung. Das ist erstmal das, was wir haben. Ich habe gerade schon gesagt, dieser Schlauch. Wir haben die Möglichkeit, über Kopf abzusaugen. Das ist erstmal gut und so ist der Schlauch auch erstmal nicht im Weg, nur nach rechts, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht. Das Problem ist, der hat im Prinzip keine Leistung, weil der da unten beim Stutzen abgeht und zwar einfach in 90 Grad. Das ist absaugtechnisch so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, aber man kann diesen Schlauch auch einfach entfernen. Das müsstet ihr auch in manchen Videos schon gesehen haben. Hier passt ein normaler Festool-Staubsauger rein und das funktioniert super. Das Wichtigste bei der Frage, soll ich mir so eine Säge kaufen oder nicht, Brudi, ist natürlich der Preis. Diese Säge kostet so knapp 3000 Euro, bisschen drunter, je nachdem, was für eine Ausstattung ihr auch nehmt. Aber das Wichtigste ist, sie sägt mega gut. Also wir haben jetzt mehr als 6 cm Erle aufgesägt, überhaupt kein Problem. Und auch Esche, was ja gerne mal ein bisschen ein verdrehtes Holz ist, ist in großen Stärken wirklich überhaupt kein Thema. Die Säge hat kein Problem, was die Kraft angeht. Die Schnittqualität ist super gut. Richard und ich haben es in irgendeinem Vlog schon mal gesagt.
Mit dieser Säge habe ich tatsächlich die leichtesten Längsschnitte meines Lebens gemacht. Das ist ein bisschen irritierend, weil die Säge relativ klein ist und im Verhältnis zu einer großen Formatkreissäge auch relativ günstig. Aber es funktioniert wirklich ganz, ganz fantastisch. Und für mich macht es einfach viel, viel Freude, mit dieser Säge zu arbeiten. Eine Sache sage ich aber ganz ehrlich, und das habt ihr vielleicht in vielen Projekten schon gesehen, denn in vielen Projekten seht ihr diese Säge ja auch schon. Ich mache im Prinzip keine Querschnitte mehr mit einer Tischkreissäge. Gärung und Ablenkschnitte mache ich eigentlich fast ausschließlich mit der Kappsäge. Man kann mit dieser Säge natürlich völlig problemlos Quer- und auch Gärungsschnitte machen. Aber wie ihr jetzt an diesem 2 Meter langen Teil seht, ist das natürlich gar nicht ganz so einfach. Nach links haben wir keinen weiteren Tisch. Das heißt, lange Teile ragen relativ schnell runter und wir müssen uns viel Mühe geben, das Teil runterzuhalten und dann zu führen. Das finde ich einfach nicht sehr optimal. Man könnte natürlich auch den Anschlag rechts abbauen, das Teil nach rechts hängen. Dann habe ich auch wieder den Schlauch im Weg und es ist eigentlich das Gleiche, weil der Tisch nach rechts, wenn wir ihn nicht erweitern, auch relativ schnell endet. Das heißt, der Grund, warum ich das lieber mit der Kappsäge mache, ist ehrlich gesagt einfach Bequemlichkeit. Mit einem Kappsägentisch daneben kann ich das Brett drauflegen, kappen und nichts kann so wie hier wackeln. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier einen Miter Gauge zu nutzen. Das, was dabei war. No, no. Nicht gut. Also, wer mit einem Miter Gauge arbeiten will, der sollte ein teureres und gutes Produkt nehmen. Wenn wir das Video zu den Anbauten machen, werde ich euch da meins auch zeigen. Aber wie gesagt, ich sage es schon mal vorweg, sowas muss dann wirklich hochpräzise sein. Also, ich mache keine Querschnitte mehr, aber in Kombination mit meiner Kappsäge ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ich finde, dass mein Arbeitsablauf fast besser ist als vorher. Man muss natürlich sagen, riesengroße Platten kann man hier nicht gut drüber schrieben, aber dafür gibt es Tauchkreissägen. Man kann natürlich Querschnitte machen, man kann das Sägeblatt neigen, man kann eigentlich alles machen, wofür man eine Säge braucht. Und das mit einer Säge, die relativ klein ist, relativ leicht. Ich glaube, sie wiegt, 100 Kilo oder 150. Ich kann sie auf jeden Fall ohne Probleme alleine ohne Hubwagen bewegen. Das ist schon crazy. Und wenn ich zum Beispiel in einen Keller muss, eine super Voraussetzung. Theoretisch kann man sie auch noch auseinanderbauen. Und normaler Strom. Auch das ist, glaube ich, für viele Hobbyheimwerker ein wunderbares Ding. Man muss nicht extra Starkstrom verlegen. Eine Sache gibt es natürlich noch, Winkler. Ich habe mir diese Säge ja auch geholt, weil ich wissen wollte, inwieweit man an einer solchen Tischkreissäge sicher arbeiten kann. Ihr seht, wo ich gerade sitze. Das ist im Prinzip der Bereich, wo man normalerweise steht, weil man hier was durchschiebt. Aber wer mir länger folgt oder schon einiges gelernt hat, weiß, das ist eigentlich nicht der Bereich, wo man steht. Und deswegen werden wir zum Arbeiten an einer solchen kleinen Tischkreissäge auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Wir haben auch gerade für einen anderen Kanal, das ist jetzt so ein bisschen das wichtige Schlusswort, ein Video gemacht, wo wir drei der ganz klassischen kleinen Tischkreissägen uns angeschaut haben. Da war so ein Name mit M dabei, einer mit B und auch einer mit D. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sage ich da auch, ich bin nicht begeistert von diesen kleinen Sägen. Zur Bosch GTS-10 habe ich schon ganz oft was gesagt, ich finde die nicht so gut. Und so beliebt wie sie ist, finde ich sie dann noch weniger gut, jetzt wo ich sie nochmal ausprobiert habe. Was ich aber sagen möchte ist, der Unterschied zwischen einer Bosch GTS-10 und dieser Säge, ja, ist das Dreifache am Preis, aber die Leistung und alles andere drumherum ist einfach nicht zu vergleichen. Diese Säge steht gut, wir können super gut sägen und jeder, der wirklich ernsthaft vor der Frage steht, ich möchte mir eine Säge kaufen, von der ich länger oder mit der ich länger Spaß haben kann, dann würde ich auf jeden Fall ein solches größeres Modell nehmen, einfach weil es eine solide Maschine ist, die man mit kleinen Veränderungen super anpassen kann. So, jetzt noch die letzte Frage. Winkler, wo ist die Maschine her? Das sage ich euch jetzt. Ich habe sie von IGM. Das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, weil es noch eine andere Quelle gibt, zu der ich nicht stehe. Deswegen habe ich sie von IGM. Steht unten auch drauf. Also, wenn ihr sie euch angucken wollt, da könnt ihr sie bekommen. Ihr könnt sie auch woanders in Deutschland bekommen, aber ich habe sie daher. Lasst mir also gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, denn diese Säge ist fantastisch und ich finde es ganz gut, sie euch mal zu zeigen. Ganz wichtig für alle, die sagen, zeigt doch mehr Anwendung. Guckt die Projekte, da sind die Anwendungen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, lieber auf die Werkbank klopfen. Bis dahin. Tschüss. Oh Gott.